Wir machen dann auch gleich weiter mit der nächsten Rednerin. Ja, sie repräsentiert die Frauen der Digitalbranche und davon gibt es jede Menge. Damit das auch so wahrgenommen wird, wurde ein Branchennetzwerk ins Leben gerufen, das sich nennt Digital Media Women. Und die wurden gerade erst mit dem Virenschleuderpreis der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet. Auch im Rhein-Main-Gebiet sind sie schon vertreten. In Darmstadt hinken wir allerdings noch ein bisschen hinterher. Und warum das jetzt genauso ist hier in Darmstadt, erklärt uns jetzt Annika Ritter. Gute Darmstadt. Ja, ich bin heute hier, um euch die Digital Media Woman vorzustellen. Wir sind ein Branchennetzwerk für Frauen, die sich im Web bewegen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der 2010 in Hamburg von 8 Frauen aus der Digitalbranche gegründet wurde. Wir haben dieses Jahr 5-jähriges Jubiläum gefeiert und sind mittlerweile in 5 Quartieren vertreten, wie gut das passt. Neben Hamburg sind wir in Berlin, Köln, München und natürlich auch hier im wunderschönen Rhein-Main-Gebiet anzutreffen. Neben den 8 Ursprungsmitgliedern, die das Ganze gegründet haben, ist das Orga-Team jetzt auf 60 Mitglieder angewachsen. Und insgesamt ist die Community auf über 5.500 Mitglieder angewachsen. Auch eine wunderschöne Zahl zum 5-jährigen Jubiläum, können wir uns nicht beklagen. Was wollen wir eigentlich? Wir setzen uns dafür ein, dass die Frauen mehr in der Digitalbranche gesehen werden. Nach wie vor ist die Digitalbranche leider etwas unterbesetzt, was Frauen angeht. Deswegen bin ich auch echt super froh, hier mega viele Frauen im Publikum zu sehen. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Wir wollen die Expertise mehr nutzen und mehr Frauen auf Podien bringen, so wie hier. Deswegen stehe ich heute auch hier und wir freuen uns auch sehr, dass wir so eine tolle Speakerin hatten, die hier das Ganze eingeleitet hat. Genau, und wir wollen uns einfach mehr sichtbar machen auf der digitalen Branchenwelt. Was bieten wir alles? Wir bieten Kompetenzen, jede Menge Wissen, Vorträge, Moderation, so wie jetzt gerade eben, und eine Speakerinnen-Datenbank, wo unsere Mitglieder auf gewisse Themengebiete sich fokussieren können. Wir haben von der Social Media Managerin bis zum Online Marketing bis zur Programmiererin wirklich alles dabei und sind relativ weit gefächert, was sehr cool ist, weil wir auch ganz tollen regen Austausch da immer machen können. Wir bieten viele unterschiedliche Events an. Wir machen Meetups, Themenabende, Kooperationen und auch eine Academy. Zu den einzelnen Punkten komme ich gleich nochmal genauer. Zum Thema Kooperation kann ich sagen, dass wir jetzt ganz stolz sind, dass wir im Oktober auf der Buchmesse vertreten waren. Wir hatten uns eigentlich für eine Wildcard beworben, haben die leider nicht bekommen, aber unsere Organisation wurde als so interessant eingestuft, dass wir doch tatsächlich noch einen Stand bekommen haben, einfach so, weil das Thema so cool war. Das haben wir natürlich genutzt und sind als Digital Media Woman hauptsächlich Rhein-Main, aber auch ein paar aus den anderen Quartieren waren da, hingefahren und haben uns präsentiert und haben Vorträge mit Verlegerinnen und Autorinnen gehalten, die wir über Periscope live gestreamt haben. Das kam extrem gut an und war ein richtig schönes Event, dass wir auch mal andere Digital Media Women aus den anderen Quartieren getroffen haben. Ja, war extrem cool. Und auf der Buchmesse wurde uns auch der Virenschleuderpreis verliehen. Ich weiß nicht, wer kennt den Virenschleuderpreis? Hand hoch. Okay, 5 Leute. Der Virenschleuderpreis klingt erstmal nicht so gut, ist aber nicht wie die Goldene Himbeere oder Rotten Tomato was Schlechtes. Ja, auch wenn Viren drin vorkommt, der Virenschleuderpreis wird verliehen für ansteckendes Marketing aus Kultur und Medien. Und wir haben den gewonnen dieses Jahr als bestes Team und sind da unglaublich stolz drauf. Ja. Dankeschön. Zum Thema Kooperation sind wir diesen Donnerstag auch auf dem Social Media Travel Day in Frankfurt unterwegs, worauf wir uns auch sehr freuen. Ja, neben tollen Sachen wie dem Virenschleuderpreis machen wir auch andere Dinge, wie die Meetups, die ich gerade eben schon mal angesprochen habe. Die finden in der Regel jeden dritten Montag im Monat statt. Im November machen wir mal eine Ausnahme, weil Weihnachten kommt, haben wir beschlossen, wir nehmen den letzten Montag im November und treffen uns auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt, was sehr cool wird. Und ihr seid auch alle herzlich eingeladen, nicht nur die Frauen. Wir haben auch sehr gerne Männer mal dabei, die sich damit beschäftigen wollen. Ja, nicht lachen.
Klar, weil wir kämpfen natürlich nicht gegen die Männer, wir wollen mit den Männern zusammen das anstreben, das Ganze. Genau, wir sind meistens in Frankfurt. Da ich jetzt aber selber auch aus Darmstadt komme, haben wir jetzt auch den ersten Webmontag, ja, den sowieso, aber auch das erste Meetup von den Digital Media Women im Oktober in Darmstadt gehalten, was sehr erfolgreich war. Das heißt, wir kommen auch gerne wieder zurück nach Darmstadt, wenn die Damenwelt Interesse hat oder auch die Herrenwelt, wer kommen mag. Genaueres könnt ihr auf unserer Webseite oder Facebook-Seite dazu nochmal finden. Ab und zu haben wir da Themen, die wir vorgeben, die wir diskutieren. Manchmal haben wir auch freie Meetups, das hängt ganz, ganz vom Monat und von der Laune ab. Worauf ich nochmal hinweisen möchte kurz ist, wir haben eine DMW Academy jetzt am 7. November hier im Ab und zu von Quäntchen und Glück, also auch wieder in Darmstadt. Und ja, wir würden uns freuen, recht viele von euch dort sehen zu können. Das Thema ist einfach und überzeugend schreiben, fürs Web größtenteils, wie man am besten sich da textlich präsentiert. Für Nichtmitglieder kostet das Ganze 79 Euro, für Mitglieder 59, also auch hier lohnt es sich nochmal Mitglied zu werden. Ansonsten sind hier nochmal unsere Kontaktdaten. Wer noch Fragen hat, kann sich gerne bei mir nachher melden oder auch bei Paula und Sandra. Da sind auch noch zwei Digital Media Women, die irgendwo hier sitzen. Da ist Paula und da ist Sandra. Also gerne auch nochmal bei uns vorbeikommen. Wir beantworten gerne jegliche Fragen. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, euch hat das Ganze ein bisschen zugesagt und wir freuen uns auf neue Gesichter bei den DMW. Dankeschön.